dass wir jetzt heute die Gelegenheit haben, die Arbeit der Bezirksrätin etwas näher kennenzulernen mit zwei sehr erfahrenen Bezirksrätinnen, Gabi Bayer aus der Oberpfalz und der Joachim Siebler aus Oberbayern. Wir haben es schon gehört, in jedem der 7 Bezirke in Bayern gibt es einen Bezirkstag. Was sind denn die Themenfelder, die ihr bearbeitet? Ihr wechselt euch ab. Ja, die Barbara hat ja gerade schon einen Themenkomplex gezeigt, ganz am Anfang ihrer Rede aufgezeigt. Eins der wichtigsten und größten Themen ist die Hilfe für Menschen, für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung. Ja, aber nicht nur das, sondern auch die Hilfe zur Pflege für alle Menschen, die sich in der Grundsicherung befinden, ist ein großer Teil der bezirklichen Aufgaben. Und natürlich auch für die Menschen, die Probleme mit Suchterkrankungen haben, auch da sind die Bezirke zuständig. Und grundsätzlich auch ein großer Bereich. Man kennt es, die Bezirkskliniken von früher. In manchen Bezirken gibt es es noch, bei uns in Bayern ausgegliedert, in anderen Bezirken auch. Die Zuständigkeit für die klinische Versorgung für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Aber es gibt auch noch schöne Dinge in den Bezirken zu tun, nicht immer nur diese schweren Problemlagen und die Menschen, die sich am Rand der Gesellschaft befinden, sondern auch Kultur ist ein großes Thema. Und da ist uns auch wichtig, dass wir das Programm in Bayern, das Kulturprogramm, ergänzen um moderne Formen. Da wollen wir die Popularmusik stärken. Und natürlich ist ein großer Themenbereich die Bezirksjugendringe, die sich vor allem um die außerschulische Bildung auch der Kinder und Jugendlichen bemühen. Genau, und zum Kulturbereich zählen natürlich auch die Museen, vielfältige Museenlandschaft, die die Bezirke mit begleiten, beteiligt sind, mit unterstützen und voranbringen. Und ja. Die Bezirke haben aber nur Bildungseinrichtungen an sich, zum Beispiel Berufsfachschulen für Musik oder Berufsfachschulen für Holzdesign oder solche Dinge. Und dann gibt es auch noch in jedem Bezirk eine Jugendbildungsstätte, die besonders wichtig sind, weil dort Demokratiebildung auch vor Ort stattfindet und die Schulen da sehr stark unterstützt werden. Ja, und ein wichtiger Bericht, es gab ja schon eigene Kongresse bei uns Grünen, die Heimatpflege ist bei den Bezirken angesiedelt mit entsprechenden Bezirksheimatpfleger, Pflegern und keine Innen. Ich glaube, es gibt nur männliche Pfleger. Muss sich ändern. Muss sich ändern, ja. Ja, natürlich ist ein großer Bereich Umweltökologie. Die Bezirke haben teilweise große Flächen auch in ihrer Verwaltung und da ist ein großer Teil auch Umwelt und Ökologie. Und natürlich das große Thema Bauen, vor allem das, was der Joachim gesagt hat, die Klinikbauten, da ist ein ganz wichtiges Thema im Feld Bauen. Da werden große Millionenbeträge verbraucht und da ist vor allem ökologisches Bauen auch ein großes Thema. Und natürlich Spezialthemen wie die Zuständigkeit für die Imkerei und Fischerei, die auch von den Bezirken unterstützt werden, beratungsmäßig. Also ist für jeden was dabei, nur ran. Ja, also ein irre großes Themenfeld, was ihr bearbeitet. Aber welche wichtigen politischen Entscheidungen könnt ihr denn jetzt als Bezirksrätinnen und Räte mit beeinflussen? Das ist jetzt dann eher die Frage, welche. Vor allem, wie kann man es beeinflussen? Und da hat die Barbara gerade schon einen Abriss gemacht. Sie ist die einzige stellvertretende Bezirkstagspräsidentin in ganz Bayern, in den Bezirken. Und da ist die Frage natürlich wieder die Frage nach der Macht und der Möglichkeit der Einflussnahme. Das geht bei uns, ihr kennt es alle aus euren Gremien, in Stadt, Gemeinde, Kreis. Bei uns geht es oft mal um die Ecke, wie man beeinflussen, mit Anfragen zu Themen, um Sachen aufzudecken, um den Finger in die Wunde zu legen und hier auf diesem Weg, auf die mühsame Arbeitsweise zum Ziel zu kommen und das dann aber jetzt in der nächsten Periode umzukehren, um selber mit in erster Reihe bestimmen zu können. Aber man muss natürlich auch sagen, dass gerade die grünen bayerischen Bezirksrätinnen über eine sehr hohe Fachkompetenz zu diesen Themen alles verfügen. Und über diese Schiene gehen wir natürlich in die fachlich-inhaltliche Debatte und setzen Themen über die Gespräche mit der Verwaltung und über, der Joachim hat es schon gesagt, Anträge, aber das vor allem die informellen Gespräche, um da die Thematik zu befeuern, das gelingt sehr, sehr gut. Wunderbar. Was sind denn jetzt aus eurer Sicht die größten Erfolge grüner Bezirkstagsarbeit in der aktuell laufenden Amtszeit? Amtszeit sagt man bei euch nicht, Legislatur habe ich gelernt. Genau. Also ich muss sagen, gleich am Anfang, in der letzten Periode haben wir uns noch schwer getan, mit dem wichtigen Ziel, den klimaneutralen Bezirk zu erzeugen. Jetzt für Bezirk Oberbayern haben wir jetzt das Ziel formuliert, bis 2030 klimaneutral. Und das war nicht mehr
abzuwenden für die CSU, nachdem unser Erfolg bei der letzten Wahl 2018 so groß war. Gerade in Oberbayern haben wir ein relativ starkes Gewicht und da konnte die Mehrheit nicht mehr drum herum, als unserem Antrag zuzustimmen. Das ist einer unserer größten Erfolge. Und dann vor allem auch deswegen, weil es ja auch die Grundlage bietet für ein Feuerwerk an Anträgen im Bereich Klimaschutz, Naturschutz, Umweltschutz. Ja, bei uns in der Oberpfalz ist vor allem, muss man sagen, das Thema die Sozialraumorientierung, die wir da ins Spiel gebracht haben und die da natürlich eine ganz andere Dynamik aufnimmt in der Verteilung der Gelder. Zum Beispiel kann man viel mehr inklusive Betriebe fördern, den Aufbau von zum Beispiel einem Inklusionshotel, wo ganz viele behinderte Menschen arbeiten, oder Inklusionscafé oder in Flossenbürg, das große Inklusionscafé, wo jetzt auch die ganzen Dienstleistungen um das Museum herum von Menschen mit Behinderung auch auf dem ersten Arbeitsmarkt getan werden können. Das ist das Entscheidende, dass wir die Gelder lenken, dass behinderte Menschen oder Menschen mit Behinderung, Entschuldigung, auf dem ersten Arbeitsmarkt Möglichkeiten bekommen. Und dann war noch so ein großes Highlight, dass wir im Freilandmuseum in Neustadt-Perschen wahrscheinlich die letzte Umweltstation noch bekommen haben, das haben wir beantragt. Und da wird sehr viel Umweltpolitik oder auch Museumspolitik inklusiv betrieben mit den Förderschulen und mit den Schulen in der Umgebung. Und einfach die Überlegung, welche Prioritäten setzen wir in der Lenkung der Gelder. Wir im Bezirk Oberbayern freuen uns zum Beispiel, dass es uns gelungen ist, auch unter tatkräftiger Mithilfe von unserer Behindertenbeauftragten heute oder genannt Inklusionsbeauftragte, einen Inklusionsbeirat ins Leben zu rufen und dann noch so Spezialthemen wie die Fachstelle für politische Jugend im Bereich der Jugendarbeit. Hast du noch? Ja, in Postbauer Heng und Pürbaum ist es uns gelungen, dass wir als erstes Mal in Bayern eine bezirks- und kommunenübergreifende Kooperation zustande gebracht haben. Da ist die Familiengesundheit vor Ort eingeführt worden. Zwei Kommunen teilen sich die Sachkosten und der Bezirk finanziert die halbe Stelle einer Sozialpädagogin. Und Zielgruppe sind Bürgerinnen und Bürger, die sich in einer seelischen Belastungssituation befinden. Das Ganze ist regelfinanziert und wird wissenschaftlich begleitet. Und es könnte die Blaupause für Bayern werden. Super Sache. Eine Menge Erfolge. Ich bin sicher, ihr habt euch auch schon für die kommende Amtszeit einiges vorgenommen. Wo seht ihr denn jetzt den größten Handlungsbedarf für die Bezirke in der kommenden Amtszeit? Grundsätzlich erst einmal, um die Ziele überhaupt mal zu formulieren, haben wir jetzt erstmalig auf bayerischer Ebene über alle Bezirke hinweg uns zusammengesetzt und haben ein Bezirkswahlprogramm, ein Rahmenprogramm gestartet, wo wir gerade mittendrin stecken und bei der sich alle beteiligen können, fachlich, inhaltlich. Alle, die sich aufstellen lassen wollen oder auch die den Wahlkampf einfach nur begleiten wollen, die sich schlau machen wollen. Da haben wir auch Fachgespräche schon gehabt mit Vertreterinnen aus unseren Reihen, mit der Gabi Triebel für Erinnerungskultur, mit der Heidi Schiller für Finanzen, Struktur und Henrike Hahn zu Europa und vielen mehr. Und auch mit vielen Fachleuten werden wir auch noch fortführen im Wahlkampf, um mit den Leuten, mit den Institutionen, mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Und dann haben wir natürlich auch inhaltliche Schwerpunkte. Genau, ja, zum Beispiel ich verantworte den Bereich seelische Gesundheit für das Programm für Bayern und dann wird natürlich das runtergebrochen für alle 7 Bezirke, weil da gibt es ja doch schon Schwerpunkte in den Bezirken und man muss das dann noch runterbrechen. Aber dass wir einen gemeinsamen Rahmen haben, das ist einmal das Allerwichtigste. Ich habe vorher vom Antrag der Klimaneutralität gesprochen und wir schauen natürlich darauf, dass das auch umgesetzt wird. Das ist eines der großen Ziele, das auch zu erreichen. Aber dann natürlich wieder der Schwerpunkt, 80-90% geht ja in die Eingliederungshilfe und hier die wichtigsten Ziele. Gestern haben wir groß diskutiert in unserer kleinen Runde oben im Frauencafé, haben wir unser Bezirksrätinnen Treffen gehabt, zum Thema Arbeitsmarkt zum Beispiel, dass man eben die Rahmenbedingungen schafft, dass Menschen mit Behinderung im ersten Arbeitsmarkt unterkommen können. Weil wir wissen ja, war heute auch schon öfter das Thema der Fachkräftemangel. Wir können auf niemanden verzichten. Wir müssen die Rahmenbedingungen so schaffen, damit Menschen am ersten Arbeitsmarkt produktiv mitarbeiten können. Genau, und da hilft als erstes, dass man die Sicht von den betroffenen Menschen mit seiner Behinderung macht und schaut, was kann der noch leisten oder gut leisten und das dann aufgreift und die Arbeitsstrukturen von dieser Seite her verändert und nicht immer schauen, wir haben ein bestehendes Arbeitsstrukturensystem und was passt da gerade gut noch rein.
Und eins noch, wir hören heute noch davon vom Antrag zum Positionspapier Inklusion an Schulen. Da ist wieder das Gleiche, die gleiche Problematik. Wie schaffen wir es, Inklusion an Regelschulen zu schaffen? Da müssen wir die Rahmenbedingungen ändern. Und das ist auch ein Punkt des Programmprozesses, hier den Kontakt zu suchen zu den weiteren Ebenen auf Bundespolitik, wo die Sozialgesetzgebung gemacht wird, und zur Landespolitik, wo jetzt die Bildungspolitik angesiedelt ist. Hier zum Beispiel sagen die Schulbegleitungen, die gehören vom Kultusministerium gesteuert und nicht mehr über die Spezialhilfe, über den Bezirkstag, um hier einen Schritt weiterzukommen. Und ganz wichtig, und ganz entscheidend ist für mich immer, dass wir es schaffen, dass wir Menschen aus der Behinderung herausholen und dass wir Menschen aus der Pflegebedürftigkeit herausholen und sie so schnell wie möglich unabhängig von Hilfe machen, wo es möglich ist. Es geht natürlich nicht immer. Das ist ganz wichtig, dass wir die Menschen zur Hilfe, zur Selbsthilfe wieder führen und dass wir sie rausführen aus den Strukturen, die sie abhängig machen. Jetzt noch ganz persönlich, Gabi, was ist dein persönliches Steckenpferd bei der Bezirksarbeit? Ich habe mehr Steckenpferde. Also das eine ist, da bin ich momentan ganz sehr unterwegs, und wenn jemand Lust drauf hat, die Gemeinwohlökonomie, die trifft für die Bezirke genauso zu, weil 20% des BIPs wird von Kommunen verursacht und die Bezirke bestellen auch unheimliche Mengen an Material, und da ist die Gemeinwohlökonomie eine wunderbare Möglichkeit, das in eine nachhaltige Richtung zu lenken und gleich die 17 Nachhaltigkeitsziele gleich mit abzudecken. Das zweite ist Sozialraumorientierung, und das dritte ist Community Health Nursing. Also die drei Schwerpunkte, die würde ich gern in der nächsten Periode mehr ausbauen, und schauen wir mal, wie das gelingt. Super. Und deine, Joachim? Wenn die Gabi drei hat, nehme ich auch drei. Es macht ja die verschiedensten Aufgaben als Bezirksrätin, als Bezirksrat. Und zum Beispiel bin ich als Referent eingesetzt für ein Förderzentrum. Und dann eben genau daraus resultiert auch die Frage, wie schaffen wir ein inklusives Schulsystem für ein echtes Wunsch- und Wahlrecht. Dann bin ich weiterhin, oder der Bezirk selber ist tätig im Zweckverband Donaumoos, die Frage Moor, wie schaffen wir das, den Moorschutz mit Klimaschutz und Artenschutz zu verbinden, um unsere Moorflächen zu erhalten oder wieder aufzubauen. Und dann natürlich, ihr seid auch selber in den Gremien, teilweise in verschiedenen Zweckverbänden, Krankenhäuser und dergleichen, Kliniken. Und hier die Frage, wie schaffen wir es, dass wir die Politik wieder an Menschen orientieren und nicht an den Erträgen? Das ist eine der zentralen Fragen. Ja, danke für den Einblick in eure wichtige Arbeit und ganz herzlichen Dank auch euch und den anderen BezirksrätInnen in ganz Bayern für euren Einsatz. Wir haben gesehen, wir brauchen auch in dieser Ebene starke Grüne, damit wir unsere Themen voranbringen können, die dritte Ebene der Kommune. Und deshalb, liebe Delegierte, liebe alle in Bayern, bitte vergesst die Bezirksrätinnen nicht, wenn ihr Wahlkampf macht. Wir haben hier eine Wahnsinnsfachkompetenz. Ladet die Bezirksrätinnen ein und die Kandidierenden und nutzt diese Expertise für euren Wahlkampf. Und wir freuen uns, wenn wir starke Grüne im Bezirkstag haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, ihr drei. Bleibt ihr bitte kurz noch auf der Bühne.